Hallo, willkommen in der Motorradmeisterei zu einem neuen Video. Ich habe gerade was entdeckt. Das muss ich einmal noch hier kurz festhalten. Jungs, nee, der alte Influencer. Alter, ich bin zu blöd, ein Foto zu machen, was glaubt oder nicht. Ey, wenn ich hier so stehe, ohne Fotoapparat, sieht das voll geil aus. Jetzt würde ich da ein Bild von machen. Ne? Und? Ja, sieht kacke aus, weiß ich auch nicht. Irgendwie, Christian, solche Sachen musst du ganz einfach machen. Das nutzt alles nichts. Wenn wir hier fertig sind, ich habe hier schön drei Multistrada V4 GT in der Reihe stehen. Ja. Gucken wir mal. Rups. Oh, ist vielleicht das Schild noch weg hier. Oh, ist das schön. Genau. Da dachten wir, da müssen wir mal drauf filmen und fotografieren. Könnt ihr im Übrigen alle haben. Oder eine davon. Sind ganz frisch gekommen. Haben wir auch einen Vorführer von zum Probefahren. Oh, Christian, bin ich schön scharf. Ich sehe, Christian steht schon wieder in der Kamera. So, okay, da sind wir. Es waren anstrengende Tage, Wochen, irgendwie Monate. Aber gut, das ist ja jetzt erstmal vorbei. Heute geht es auch nicht um die drei Multis, die hier stehen. Da haben wir schon ein Video drüber gemacht. Und es geht heute auch nicht um Fahrverbote und 90 Dezibel und alles andere. Ich kann es nämlich auch nicht mehr hören. Heute geht es um den Christian, der gleich über die Kabeltrommel fällt. So. Heute geht es um die wunderschöne Multi Strada V4 RS. Hier ist sie. Schön, ne? Am Anfang, als das Motorrad vorgestellt worden ist, habe ich gesagt, braucht man das? Und ich war da so ein bisschen hin und her gerissen und meine Begeisterung hat sich echt in Grenzen gehalten. Und ich bin, was Motorräder betrifft, bin ich echt relativ schnell zu begeistern. So, und habe das Ganze wirklich mal sacken lassen. Und jetzt haben wir den ersten Flieger hier im Geschäft. Und da sage ich, geil. Also ist doch wirklich sehr gut. Das Licht ist sehr laut, Christian. Ja, ich mache das Licht einmal ein Tucken dunkler, dass unser Stefan Fall auch noch was sieht. Sonst sehe ich nämlich aus wie das Leiden Christi. Da muss ja nicht jeder sehen, dass ich so das sieht gut aus. Fürchterlich aussehe, wie ich aussehe. Okay, genau. Und ich sage jetzt wirklich, das ist ein cooles Ding. Weil man muss sich mit dem Motorrad echt ein bisschen befassen. Ne? Es gibt ja bei der Multistrada verschiedene Konzepte. Wir haben mittlerweile ein Rallye-Konzept, wir haben das GT-Konzept, wir haben das Standardkonzept, sage ich mal, der Multistrada V4. Dann haben wir die Pikes Peak und dazu dann jetzt die RS. Pikes Peak haben wir auch schon mal ein Video gemacht, da könnt ihr euch schon mal ein paar Infos abholen. So, und jetzt kommt eben der Ofen und da ist das am Anfang so ein bisschen rübergekommen, auch Mensch, ist ja vielleicht eine Pikes Peak mit Zubehör und in einer anderen Lackierung. Aber nein, das ist tatsächlich nicht so. Deswegen machen wir heute extra noch mal ein Video dafür, weil das erste bei diesem Motorrad, Christian, du stehst auf der verkehrten Seite, da kannst du gleich mal gucken kommen hier. Mhm. Was das Motorrad besonders macht, steht hier vorne drauf. Rups, dann schwingen wir da einmal hin. Desmo. Desmo. Oh. Das ist nämlich eine Multistrada mit desmodromischer Ventilsteuerung. Da steckt nämlich der Motor drin von diesem Fahrzeug dort. Von diesem. Von dieser hier. Von dieser, genau. Da ist der Desmo Sedici Stradale Motor drin. Also der Motor, wie er in dem Street Fighter verbaut wird mit 1103 Kubik. Und desmodromischer Ventilsteuerung. So, das macht das Fahrzeug natürlich für den Ducati Freak sehr, sehr interessant und auch begehrlich, weil das tatsächlich immer wieder bei der Multi ein Thema war. Ja, ist ja keine Ducati, hat ja keine desmodromische Ventilsteuerung. Also desmodromische Ventilsteuerung hat viele, viele Vorteile, ist aber auf einer Seite ist es halt teuer in der Produktion und auch was den Intervall betrifft, eben sind da Grenzen gesetzt. Das ist einfach so. Bei dem Apparat hier haben wir trotz desmodromischer Ventilsteuerung ein Ventilspielintervall von 30.000 Kilometern. Also der Ofen muss das erstmal nach 30.000 Kilometern zum Ventil einstellen in die Box. Beim Street Fighter sind zum Beispiel noch 24.000, obwohl der Motor im Prinzip darauf basiert.
Der Ofen hat, so wie er steht, 180 PS. Diese 180 PS, was das Fahrzeug auch ganz interessant macht, die kommen sportlich ausgelegt erst ein bisschen später, weil der Motor aufgrund der Desmodromik auch anders in der Lage ist, zu drehen und die Leistung zu entfalten. Und das hat man auch ausgenutzt. Wenn man sagt, 10 PS ist ja im Vergleich zu der normalen Multi oder zu der Pikes Peak nicht ganz so viel. Man hat das aber ausgenutzt bei dem Fahrzeug mit der Motorcharakteristik. Ich bin jetzt sehr technisch gerade, ne? Aber das muss ich, glaube ich, erklären. Sonst geht der Unterschied dieses Motorrades oder warum es eben anders ist als die anderen Multis, geht dann, glaube ich, verloren. Der Vorteil ist, der Motor ist einfach drehfähiger. Und man hat das sich zunutze gemacht. Und hier die Übersetzung, also auch die Endübersetzung, sehr kurz ausgelegt. Also wir haben vorne einen Zahn weniger, kleiner, und hinten noch einen Zahn mehr. Also das ist tierisch viel. Also das ist wirklich ein mordsmäßiger Unterschied. Weil wenn man vorne einen Zahn weniger macht, dann sagt man eigentlich, vorne einen Zahn weniger entspricht ungefähr 2,7, 2,8 Zähne, fast drei Zähne hinten. Mehr, größer. Und da ist jetzt dann dementsprechend noch einer dazugekommen. Also wir haben eine Übersetzung, die ungefähr leicht verständlich ausgedrückt bedeutet, dass hinten ein Kettenrad montiert wäre, was vier Zähne mehr hat als das bei der Multistrada Pikes Peak. Und dadurch ist das Ding wirklich echt zackig, ne? Ja, oh, Christian, ist das zu hell? Nicht, dass ich wieder so blass bin wie ein Schweizer Käse. Nein, nein, alles gut. Es war doch alles schön. Du warst von der Seite gerade ein bisschen dunkel. Okay, gut. Was wirklich der Fahrbarkeit und dem Spaßpotenzial dieses Motorrads wirklich nochmal echt einen draufsetzt, ne? Also das ist wirklich toll. Und das geht halt wirklich am besten mit so einer Desmo, ne? So, das ist die Geschichte zu dem Motor. Was den Motor auch besonders macht, wir haben ja gerade den Deckel entfernt. Christian, kannst du herkommen? Guck mal. Hast du den Deckel drauf? Guck mal her. Oh, hast du den Deckel drauf, den wir abgeschraubt haben? Ja, haben wir den drauf. Das Fahrzeug hat eine Trockenkupplung. Also normalerweise ist hier ein Cover drauf. Ich habe das Cover jetzt runtergenommen, dass ihr die Kupplung sehen könnt. Und nicht, dass ihr sagt, hier fehlen ja Schrauben. Na, also hier kann man jetzt einen offenen Deckel montieren. Hier kann man den geschlossenen Deckel montieren. Da könnt ihr im Prinzip machen, was ihr wollt. Auf jeden Fall ist das eine Trockenkupplung, die das Fahrzeug natürlich auch noch mal ein bisschen performanter macht, weil die Anti-Hopping-Funktion einfach viel besser funktioniert. Und auch wieder hier zu unseren tollen Ducati-Kunden, der Kreis geschlossen wird, Desmodromik und Trockenkupplung, haben ja viele immer vermisst. Hier ist das an Bord. Ne? Genau, versteckt sich da unten drunter. Wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, kommt es mit einem geschlossenen Deckel. Sieht im Prinzip aus wie der normale Deckel. Nur, dass ihr halt diesen Aluminiumring hier außen dann sehen würdet. Ne? Soll ich mal eben dranhalten? Ich hole mal den. Kannst ja nochmal zur Kupplung hingehen, dann hole ich mal den Deckel in der Zeit. Freuen sich die Jungs morgen wieder, wenn ich geschraubt habe. Werkzeug weg, Deckel verteilt, Schrauben verteilt. So sieht der Deckel aus. Und das ist jetzt der geschlossene Motordeckel, den ihr normalerweise kennt von der Panigale und vom Street Fighter. Hier ist eine Ausfräsung an den beiden Stellen, dass im Prinzip die Schrauben drin bleiben können. Das ist dazu da. Sinn der Trockenkupplung ist es ja, dass man die leicht warten kann. So, und deswegen bleiben diese Schrauben dauerhaft drin, gegenüberliegend, dass wenn ihr den Deckel abnehmt, dass ihr drin arbeiten könnt, ohne dass der ganze Kram hier rausfällt und Öl austritt, ne? Dass das dicht bleibt. So, und wenn das Motorrad ausgeliefert wird, sitzt hier im Prinzip so der Deckel drauf. Sieht aus wie der normale Multistrada, Street Fighter und Panigale Motordeckel. Und ihr kennt immer eine Trockenkupplung an diesem Aluminiumring, der hier zwischen ist. Der ist eben dazu da, das Motorenteil, das Öl trägt, von der Kupplung zu trennen. Die Kupplung ist im Prinzip die große Variante. In der V4R im aktuellen Modell ist ja bereits die GP-Kupplung drin. Das ist hier die Evo-Kupplung. Die GP-Kupplung wäre noch ein bisschen kleiner. Ne? Aber wie gesagt, ich habe die in meiner V4R für die Rennstrecke auch drin. Arbeitet absolut top. Top, top, top. Genau, motorentechnisch. Was ist noch anders? Dadurch, dass der Motor halt ein bisschen mehr Leistung auch generiert, muss oben auch ein bisschen mehr rein. Die Trichter der Einschutzanlage sind bei dem Motorrad größer als bei der serienmäßigen Multistrada V4 mit dem Gran Turismo Motor. Ja?
50 mm sind es hier. Die hat deutlich kleinere. Und wir haben bei dem Motorrad auch den Luftfilter von der Panigale V4R verbaut, der mehr Durchsatz generiert. Wir haben hier bei der Multi an sich keinen Ram-R, keinen direkten. Also der sitzt zwar auch hier vorne drin, der wird nicht so direkt angeströmt wie bei der Pani, aber es ist der gleiche Typ. Ist so ein Dauerfilter drin, Auswaschbarer, der wirklich extrem viel Luft durchlässt. Und das macht eben im Prinzip diese Motorgeschichte bei dem Motorrad komplett. Also das ist schon mal schick. Ne? So, dass das Ganze sich natürlich beim Fahrzeug auch wiederfindet, gibt es viel Carbon. Christian hat das gerade alles gefilmt und auch noch andere edle Teile. Wir schneiden euch jetzt mal den Film rein. Da könnt ihr mal gucken, was ihr alles für Materialien entdeckt. Und ich löse das gleich mal auf. Ihr könnt nebenbei natürlich auch fein in die Kommentare schreiben, was ihr hiervon haltet, von dem Fahrzeug. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ganz wichtig, 92 Dezibel. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Den mit den 92 Dezibel, den musste ich loswerden, echt. Das Ding ist wirklich, wirklich leise. Viele sagen ja immer, Ducati kann keine leisen Motorräder bauen. Das ist nicht ganz richtig. Also die ist wirklich leise. 92 Dezibel ist nicht viel. Genau. Okay, was habt ihr alles für schöne Materialien gesehen? Ihr habt ja genau geguckt. Na, also Kohlefaser ist hier tatsächlich ganz gut verbaut. Wir haben einmal einen Titanauspuff von der Krapovic, da ist Kohlefaser dran. Dann haben wir hier hinten im Rahmenheck, was ich sehr schön finde. Kann man das auf der Seite auch sehen, Christian? Nee, kann man es nicht sehen. Da musst du rumfritzen. Da haben wir noch einmal den Auspuff, genau. So, und dann haben wir da im Rahmen. Hier in dem Rahmen. Und was ich super, super schön finde, wo wir beim Thema Material sind, das Rahmenheck. Ja, das Rahmenheck. Da steht es. Ja, was steht denn da? Da unten steht es. Kannst du das sehen? Ja. Das Rahmenheck ist wirklich aus Titan. Ne? Das ist der absolute Hammer. Ist 2,5 Kilo leichter als das Originalrahmenheck. Das ist aus Stahl. Wenn du magst, kannst du da immer mal kurz rüber. Mhm. Guck, das ist das Stahlteil. Ja. Das serienmäßige, was so auch die Pikes Peak trägt oder eben jetzt in dem Fall auch die Grand Tour und die anderen Multis, ist hier aus Titan. Wir haben bis heute keinen Ersatzteilpreis im Katalog. Da haben wir in der Firma haben wir dann eine kleine interne Wette laufen, was das Rahmenheck kostet. Weil das ist ja der Hammer. Ne? Also das muss ja auch unter Atmosphäre geschweißt werden und und. Das ist echt schon auch wieder was für Freaks und das streicht das Motorrad halt auch. Ne? Das macht das wirklich besonders. Das Rahmenheck ist anders. Ist eben im Prinzip so ein bisschen einem Monoheck angeglichen. Es gibt trotzdem hier Griffschalen. Mhm. Wenn man mit Sozius fährt, was natürlich nicht mehr funktioniert, ist die Geschichte des Topcase-Trägers. Ne? Wenn hier einer, wobei der muss dann auch ausgepeitscht werden, wenn sich hier einer einen Topcase draufbaut, das würde nicht mehr funktionieren. Aber ansonsten optisch wirklich absolut der Kracher, auch mit dem Loch hier oben drin. Schick. Genau, das macht das Motorrad besonders. Und Kohlefaser vorne, Kotflügel, Kohlefaser am Schnabel, Kohlefaser am Windschild und auch hier Kohlefaser Handschützer. Was auch sehr schön ist, dieser kleine Arm hier, der ist aus dem Vollen gefräst und man sieht schön die Frässpuren noch. Also wirklich wunderbar, ganz, ganz toll. Und was mir gerade auffällt, was mir auch richtig gut gefällt, ist hier vorne der Lufteinlass, ist hier schön in Silber gehalten. Das Gitter. Das Gitter.
Ja, das ist. Wir können ja zum Vergleich einmal kurz. Ja, gut, das ist ja viel gröber, ne, da ja, hinten. Genau, ja, das ist gröber und das Kunststoff. Ja. Ah, das ist schon ganz geil. Dann Stylema-Bremse hier, die roten im Prinzip dran, wie sie so im Zubehör bei Ducati auch angeboten werden. 330er Scheibe, dass das Ding noch ordentlich auf der Zange ist. Ne? Was du auch bekommen hast, wenn du dort gerade sitzt, guck mal hier. Mhm. Hier diese Geschichte mit den verschließbaren. Das müssen wir einmal auf der anderen Seite machen. Mit den verschließbaren Luftkanälen. Wegen Licht. Wegen Licht. Hier hängen. Genau. Christian. Genau. Hier kann man den dementsprechend, ja. Wenn du von hier filmst, kannst du es besser sehen. Jetzt ist der Kanal offen, ihr habt eine Luftschirm an den Beinen und jetzt könnt ihr das hier eben schließen und dann ist Ruhe. Ne? Ist eine Geschichte, die aus der Multi Rally gekommen ist das erste Mal, ist bei der GT auch an Bord. Gibt es auch, außer den nützlichen Sachen, wie das viel besprochene belüftete Handschuhfach ist hier natürlich auch dran. Genau, so, das ist im Prinzip bei dem Motorrad anders. Der Lenker ist ein bisschen anders, die Reiser sind direkt in der Gabelbrücke verschraubt. Das ist dazu da, dass man ganz einfach ein besseres Feedback hat. Ne? Also es ist hier eine starre Verbindung. Dass der Lenker mehr Feedback vom Vorderrad gibt. Der Lenker ist auch 1 cm jede Seite schmaler ungefähr, er ist deutlich tiefer. Die Fußrasten sind 1 cm weiter oben und 1 cm weiter hinten platziert, warum man das so sehen kann. Na gut, muss auch nicht mehr hin und her rennen. Müsst ihr mir einfach glauben. Die Fußrasten sind höher für mehr Schräglagenfreiheit. Die Reifen sind mit einem Rosso Corsa 4. Rosso 4 Corsa. Also sehr, auch was ordentlich Sportliches. Ja, sehr sportlich ausgelegt. Also ist die gleiche Reifenkonfiguration wie auf einem Street Fighter. Ne? Also im Prinzip ist das schon echt ein sportlicher Ofen. Ne? Und ich glaube auch, dass der ganz schön was kann. Das Fahrwerk ist halt dementsprechend auch sportlich eingestellt. Und wirklich sehr, sehr schön. Und der sitzt super bequem auf dem Bock. Ne? Und ihr könnt theoretisch, was heißt theoretisch, ihr könnt damit auch eine längere Strecke oder auch mal eine Tour fahren. Ne, beim Street Fighter ist wirklich nur Tagestour maximal. Ne? Also ich frage ja meine Kunden, ich gehöre ja zu den Menschen, ich frage meine Kunden, was sie mit den Fahrzeugen machen, die sie hier kaufen möchten. Also es kommt auch vor, dass ich sage, nein, das ist nichts für dich. Oder ich sage, willst du dir nicht lieber sowas angucken? Also Street Fighter, ganz klar, kurze Strecke, ne, Tagestour maximal, dann seid ihr mit dem Ding fertig. Ne? So, und hier ist es wirklich so, da könnt ihr sportlich fahren, die kurvenreichen Landstraßen genießen und ihr seid abends wirklich noch gut drauf. Ne? Genau. Das Fahrzeug hat auch ein neues Layout bekommen im Display, das können wir uns mal angucken. Ich habe einen Schlüssel in der Tasche. Alter, wo ist der Schlüssel? Ja. Oder auch nicht. Doch, ich habe ihn. Hier. Oh, das habe ich vorhin erst beim Auspacken gesehen. Christian, du musst leider wieder herkommen. So hart ist es. Guckt euch mal den Schlüssel an. Guckt euch mal den Schlüssel an. Mhm. Das ist schick, ne? Das ist schick. Multistrada RS. Für alle denken, das ist ein Audi. Es gab auch schon mal eine Monster S4 RS. Da war Audi noch nicht, war Ducati noch nicht ein Bestandteil des Volkswagen-Konzerns. So viel dazu. Aber das ist jetzt kein Kürzel. Das sind immer, wobei das sind ganz oft immer halt welche, die echt keine Ahnung haben. Ne? Ja, die heißen jetzt CS, weil die von Audi kommen. Also ist auch schon eine Ducati-Tradition, was hier dran steht. Ne? So, im Übrigen ist der Hocker auch nummeriert auf der Gabelbrücke. Ne, habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen. Ist die durchnummeriert oder ist sie limitiert? Die ist durchnummeriert, sie ist nicht limitiert. Wobei wieder, also wie die Final Edition? Nee, die Final Edition ist limitiert auf 1299 Einheiten. Okay, von denen ich nahezu alle verkauft habe, glaube ich. Geil, das war doch Zeit, Alter, wie geil. Gibt's ein Video in der Videothek? Gib mal einen. Oh ja. Panigale 1299 Final Edition, ich schwör's euch, habt ihr noch nicht gesehen sowas. So, war sehr schön. Okay, sah so ähnlich aus wie da hinten, nur ein bisschen schneller. Und die Schlange war ein bisschen länger. Genau. Durchgehend nummeriert, 118 hier, sehr schön. Tolle Geschichte. Generell, das Motorrad ist kein Großserienprodukt, muss man ganz klar sagen. Also bei Ducati sowieso, was wir hier in Deutschland verkaufen oder was weltweit produziert wird und den Anteil, den davon die Multistrada-Modelle machen, der ist ja schon, klar gehört die Multistrada zum
Zug fährt, ne, aber die RS sicher nicht. Also da werden nicht so viele von gemacht. Natürlich ist es jetzt kein limitiertes Ding, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt 250 Stück von, das nicht. Da werden wir locker drüber gehen. Ne, aber das wird auch nicht so sein, dass man da 10.000 Stück von braucht. Also das mit Sicherheit auch nicht. Okay, ich mache hier mal die Zündung an. Christian, wolltest du mal aufs Display gucken? Einen Moment. Filmen wir eigentlich in 4K Opa. Oder was filmen wir heute? Eigentlich filme ich 4K, ja. Eigentlich filmt gut. Der Christian 4K. Alter, wie geil, ist keine Batterie drin. Da-da-da-dum. Ich werde affig. Warum macht ihr das mit mir? Die haben wir doch hier hochgefahren. Die haben wir doch nicht hochgeschoben. Bist du sicher? Ja, klar. Stefan kratzt sich mal eben am Kopf, wir machen mal eben einen Cut. Nein! Nein? Wir können ja sehen, wie ich hier oben durch meine Sandwichdecke fliege. Na, das Ding haben wir doch nicht hochgeschoben, das haben wir doch gefahren. Oh oh. Das ist verrückt. Es ist keine Batterie an Bord. Ja, Freunde der Nacht, dann ist das halt so. Dann müsst ihr mir das jetzt glauben, was ich euch erzähle. Auf jeden Fall hat das Motorrad eine andere Display-Anzeige. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig anders wie die von der normalen Multistrada V4, wie ihr das schon kennt. Was ihr hier eben habt, ihr habt andere Fahrprogramme. Wir haben hier Race zum Beispiel für den schärfsten Modus, wo wirklich alles offen ist, wo alle Gänge nicht reduziert sind. Wir haben den Sportmodus, der dementsprechend auch tatsächlich in der Leistung reduziert ist. Also im Sport ist es so, dass die Gänge 1 und 2 leistungsreduziert sind und die Gänge darüber erst offen. Wir können natürlich Fahrwerk, Traktionskontrolle, Wheelie-Control, könnt ihr alles anpassen, so wie ihr das kennt. Was bei der RS besonders ist, ihr habt natürlich den RS-Schriftzug im Display und darüber hinaus habt ihr oben im Display noch eine Ecke, die euch warnt, wenn die Elektronik leuchtet. Also das ist richtig, richtig hell, ne? Ein Blinklicht. Das ist von der Panigale übernommen worden. Genau. Ja, so viel dazu. Christian, hast du noch Fragen? Christian fragt jetzt, was kostet das Motorrad? 36.835 Euro. Wow! Christian, ich habe mich vorbereitet. Das erste Mal in 3 Jahren Zusammenarbeit, dass du nicht zum Zettel rennen musst. Das erste Mal, seit ich in 13 Jahren, wo ich das Geschäft hier habe, weiß, was eine Karre kostet. Das ist immer ganz schlimm. Manchmal gucken mich die Kunden auch echt an. Wie sieht das eigentlich? Vielleicht wird einer die Frage stellen, wie sieht es bei der Multi aus mit der Sitzheizung? Ja, genau. Komm mal her. Kannst du gucken? Okay. Ich habe jetzt gedacht, du lachst mich aus. Und sagst, ja, Alter, das ist eine RS. Alter, das ist eine RS. Nein, sie hat tatsächlich so ab Werk keine Sitzheizung. Aber wenn du hier schaust, da haben wir wirklich einmal die Stecker für die Sitzheizung. Okay. Hier haben wir ein Pannenset drin für die Reifen. Hier können wir die Sitzbank abheben. Und ta-ta-ta-ta, da sitzt die Batterie. Eigentlich. Eigentlich. Aber ihr wollt das sehen, ne? Natürlich wollen wir das sehen. Ich kann eine Batterie hochholen eben. Soll ich eine Batterie holen? Dann stecken wir die da dran mit einem Überbrückungskabel, aber die Kiste ist im Transportmodus. Ich wollte gerade fragen, ob die im Transportmodus ist. Ja, ist im Transportmodus. Da werden wir keine Einstellung machen können. Ja, dann können wir aber wir können auf jeden Fall. Doch, ich bin gleich wieder da. Ich hole mal kurz Strom. Okay. Machen wir kurz Pause und dann geht's. Hallo, da ist er. Hallo, da ist er. So, ich habe Strom besorgt. Und 2 Überbrückungskabel, mit denen man Lanz Bulldog fremdstarten kann. Da muss ich mal schöne kleine noch mal bestellen. Und immer dran denken, rot an schwarz, plus an minus. So sieht's aus. Und schwarz nie alleine. Hier unten ist noch nichts angeklemmt, deswegen war das jetzt in der Reihenfolge egal. Was auch noch neu ist, da können wir gleich drüber sprechen. Das Motorrad hat eine deutlich kleine Batterie. Nämlich diese hier. Eine 7er. Normalerweise ist da eine 12er drin. Das ist aber wirklich geändert worden und bringt auch noch mal 1,4 Kilo ungefähr. So,
Okay, jetzt sollten wir Saft haben. Dann Feuer frei. Ich mache schon mal das zum Display bereit. Moment. Das einmal eben auf den Ducati-Schriftzug tickern, dass er scharf stellt. So. Okay? Ja, sollte passen. Ah, jetzt geht's. Software-Version, ja, sehr gut. Yes, guck mal. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wie auch. So, okay. Jetzt seht ihr wirklich den Transportmodus. Das war das, was ich vorhin vermutet habe. Also das Fahrzeug war tatsächlich noch nicht an. Wir können jetzt leider auch nicht starten. Aber das ist nicht schlimm. Wenn ihr den Ofen mal live sehen wollt, müsst ihr einfach mal herkommen. Und am besten auch gleich eine kaufen. Ich habe ein paar bestellt. Ich habe natürlich auch welche im Vorlauf. Das ist auch immer das, was wichtig ist bei den Dingern. Ne? Was hier neu ist, hier habt ihr schön nochmal das RS-Logo. Der Drehzahlmesser ist ein bisschen anders dargestellt. Und auch diese ganze Systematik und Schematik sieht ein bisschen anders aus. So, ich gucke mal, ob ich jetzt zumindest hier mal ins Menü oben reinkomme. Aber normalerweise, wenn der Transportmodus drin ist, kommt ihr nirgendwo rein. Also ich kann jetzt hier zwar einmal den Tempomaten auswählen, das funktioniert schon. Und das war es aber auch. Der Rest ist tatsächlich gesperrt und für uns jetzt aktuell nicht zugänglich. Also ich kann euch tatsächlich nur so erstmal das Display zeigen. Was ich gerade meinte, Christian läuft jetzt weg. Hier oben in der Ecke, jetzt musst du tatsächlich nochmal herkommen. Das nutzt nichts. Wenn die Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und Wheelie-Kontrolle regeln, dann leuchtet hier oben die ganze Ecke in Gelb. Ne? Das ist dann noch ein bisschen auffälliger. So, wenn du magst, darfst du jetzt aber einmal nach vorne den Scheinwerfer filmen. Weil der sollte nämlich zumindest mit dem Tagfahrlicht leuchten. Da könnt ihr nochmal gucken, wie schick das ist. Ja, sieht schon böse aus. Das ist schon geil. Ne? Ja. Und auch der matte weiße Lack. Ein absoluter Kracher. Ne? Ja, also doch im Großen und Ganzen ein sehr, sehr schöner Ofen, muss ich sagen. Rücklicht ist das Bekannte, ja, ne? Oder haben sie auch da ein anderes verbaut? Nee, das ist das Modistrada Rücklicht. Ja, ich wusste nicht, ob es da vielleicht wegen dem RS. Nö, also da habt ihr... Es sieht schon böse aus, wenn man so von hier guckt. Schick, ne? Also was auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall bei mir, wenn ihr so ein Motorrad bestellt, auf jeden Fall einen schönen Kennzeichner damit bestellen. Ja. Ne? Also da haben wir schon einige Umbauten gemacht. Der muss auf jeden Fall dran. Schön die Lauflichtblinker noch mit und dann ist das Ding echt perfekt. Ne? Also ein sehr, sehr geiles Motorrad, muss ich echt sagen. Hat er denn ab Werk dynamische Blinker? Nee, die sind nicht dynamisch. Das sind okay. Ganz normal. Okay. Zumindest kenne ich es von der... Ah, okay. Sind normal, ne? Ja, genau. Nee, aber die LED, die schmalen Ducati Performance Laufdichtblinker, die würden sich da schon sehr gut machen. Genau, okay, perfekt. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Das ist sehr gut. Ich habe gerade was bei dem Batteriefach gesehen. Wo ganz wichtig, wenn man jetzt die Zündung ausmacht, Entschuldigung, dass ich deine Frage unterbreche. Wir müssen jetzt tatsächlich, wir dürfen jetzt die Batterie nicht trennen. Powerlatch, ne? Versteuergeräte fahren runter. Wenn ihr sowas auch mal zu Hause habt, wenn ihr bei den modernen Motorrädern eure Batterien ausbaut und ihr macht die Zündung aus und baut jetzt die Batterie ab, wenn ihr Pech habt, jagt das Steuergerät damit weg. Ne? Also nicht machen, jetzt wirklich erst warten, das Display ist jetzt aus. Wir gehen jetzt nochmal in uns und hören uns Christian seine Frage an und dann entfernen wir erst die Batteriekabel. Und zwar habe ich in dem Batteriefach gerade gesehen, dass hier unten noch so ein Deckel ist. Da wollte ich fragen, was da drunter ist. Sag ich dir nicht. Der Stoßdämpfer ist da drunter. Ich habe das gerade nur durch Zufall gesehen. Ja, also ihr könnt tatsächlich hier, wenn du von der anderen Seite guckst, dann siehst du es. Okay. Vorsicht mit meiner Batterie mit den Kabeln. Ne? Also hier liegt der Stoßdämpfer. Ja. Ne, und ihr könnt von hier oben an den Stoßdämpfer. Ja, ich hatte Stefan gerade gefragt, wofür dieser Deckel hier der ist. Der ist ein Gummideckel. Genau. Ja, genau. Der große goldene Behälter, den ihr hier seht, das ist für die hydraulische Federvorspannung, für das Öl ins Federbein. Ne? Das schiebt dann dementsprechend die Flüssigkeit hin und her und erhöht die Federvorspannung. Das ist ja bei dem Fahrzeug quasi verstellbar. So, Powerlatch ist vorbei, Fahrzeug abgeklemmt, alles gut. Jo. Genau, Schaltautomat, Blipper, rauf und runter, volle Kanone, ist auch an Bord. Also wie gesagt, alles top, top, top. Nein, ich werde davon kein Vorführmotorrad bekommen, das nicht. Wenn das noch die Frage ist, die Christian auch noch stellen wollte gleich. Weil halt eben doch ein besonderes Motorrad
nicht limitiert, aber trotzdem geringe Stückzahl, ist nicht als Vorführer vorgesehen. War auch im Übrigen bei der Pikes Peak Soap, die war auch nicht als Vorführer vorgesehen. Genau, perfekt. Haben wir es, ne? Christian? Ich würde behaupten. Ansonsten Zubehör von den Modellen, passt einiges hier dran. Sitzbank ist auch in den verschiedenen Positionen oben und unten montierbar, ne, dass ihr dann dementsprechend die Sitzhöhe variieren könnt. Das ist bei dem Modell alles machbar. Genau. Jo. Dann würde ich sagen, ich stricke das Ding jetzt in Ruhe zusammen hier. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns. Bis bald. Nächster Kandidat wird die Hypermono sein. Da ist schon eine im Rohr. Die ist unterwegs. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommt die morgen an. Wir müssen natürlich dann aufbauen, Übergabeinspektion fertig machen. Da auf jeden Fall auch mit Batterie. Denn da werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie der Motor läuft. Weil der wirklich eine komplette Neukonstruktion ist. Der Hypermono-Motor ist vom Grundsatz her, da werde ich dann ein bisschen mehr zu erzählen, ist vom Grundsatz ist ein halber 1299-Motor. Ich bin sehr gespannt. Okay, perfekt. Vielen Dank fürs Reinschalten und macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.